Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu einer neuen Bastel-Challenge mit Eva und Kathi. Genau, wir beiden werden wieder gegeneinander basteln und ihr seht hier schon ganz viel Material und vielleicht könnt ihr es bei den Farben und bei den ganzen Blumen schon denken, es geht diesmal um Muttertag. Wir werden eine Muttertagsüberraschung basteln aus den Materialien, die ihr hier seht. Und wir überlegen uns einfach spontan was. Genau, jeder von uns hat ein paar Sachen hingelegt. Ein bisschen Papier, ein bisschen Washi-Tape, ein paar Stifte. Natürlich darf eine Schere und Klebe nicht fehlen. Ja, natürlich. Ein bisschen Vlies ist dabei, Entschuldigung. Ja, nö, ich denke, da ist für jeden was dabei, oder? Ich denke auch. Damit werden wir bestimmt was Schönes machen. Und ja, wir teilen den Bildschirm gleich einmal durch und dann geht's los. Unsere beiden Karten sind jetzt fertig. Also wir haben beide eine Karte gebastelt. Ja. Es hieß ja Überraschung, aber ich glaube, mit so einer schönen Karte, vielleicht mit einem Gutschein, kann man jede Mama am Muttertag gut überraschen. Man kann das ja immer noch ganz schön kombinieren. Entweder tut man einen Gutschein dabei oder halt noch eine andere Überraschung oder kombiniert es eben mit einem anderen Geschenk. Also man kann das ganz individuell gestalten. Und ja, ich starte einfach mal mit meiner Karte. Ich zeige euch das mal kurz. Ihr habt ja schon das meiste gesehen. Also hier ist einmal so ein kleiner Schriftzug drauf für Mama. Den habe ich mit dem Etikettiergerät gemacht. Das wollte nicht so ganz, wie ich wollte, aber ich glaube, man kann es trotzdem lesen. Ja, das sieht ganz witzig aus eigentlich. Ja, zu dem Blumenmuster auf der Karte selbst habe ich dann hier noch ein anderes Blumenmuster in Türkis gemacht. Das habe ich einfach zugeschnitten und dann aufgeklebt und darüber dann noch den Schriftzug. Und drin ist dann das Herz mit den Händen. Da habe ich ja einfach eine Hand abgemalt auf ein gefaltetes Blatt und dann so ein bisschen wie bei so einer Girlandentechnik ausgeschnitten. Und dann süß ist in der Mitte dann so ein Herz ist, ne? Man muss halt nur darauf achten, dass die Hände wirklich so ein halbes Herz ergeben. Und dann ist das total niedlich, finde ich. Und dann auch so eine kleine Überraschung drin noch. Sonst ist die Karte relativ groß, also DIN A5 habe ich hier. Also ein gefaltetes DIN A4 Blatt. Ich mache mal hier mit meiner Karte weiter. Ich habe da vorne einen kleinen Umschlag drauf gemacht und der wollte erst überhaupt nicht zubleiben. Da rein habe ich dann noch eine kleine Karte getan und dieser Umschlag ist eigentlich so eine Technik, dass man das so komplett auseinanderfalten kann. Ja. Aber ich wollte, dass das eben so ein Umschlag ist, wo man dann noch so einen kleinen Gutschein reintun kann. Deswegen habe ich das unten zugeklebt mit Washi-Tape. Und Mama ist die Beste, habe ich noch drauf geschrieben. Und innen, da kommt natürlich dann noch eine private Nachricht rein. Und damit das nicht so eine ganz weiße Seite ist, habe ich das noch mit zwei so rosa Streifen abgesetzt. Das Rosa ist schön. Aber es sieht gar nicht so aus, als ob du es extra zugeklebt hättest. Ich dachte jetzt, das wäre halt komplett unten zu und das wären Dekostreifen. Ja. Also, ich finde, das fällt überhaupt nicht auf. Ja, und jetzt seid ihr natürlich wieder an der Reihe. Ihr könnt abstimmen, welche Karte euch am besten gefallen hat. Einfach oben auf das kleine i klicken, dann kommt die Liste, die Leiste runter. Genau. Und dann könnt ihr entweder für Eva abstimmen oder für Kathi. Ja, wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Wir freuen uns, wenn ihr auch unten was in die Kommentare schreibt. Vielleicht habt ihr auch noch eine süße Idee für Muttertag, was ihr so machen möchtet. Ich habe ja auch letztens schon ein Video gemacht, Ideen für Karten für Muttertag. Vielleicht ist da auch was für euch mit dabei. Und sonst freuen wir uns, wenn wir euch ein paar neue Anregungen noch geben konnten mit unserer Challenge. Schaut doch unsere anderen Videos.
Genau, schaut mal bei Twitter, Instagram und Facebook bei uns vorbei und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss! Tschüss.